Hey, Chum. Gewaltsam oder technisch? Na, wir werden heute mal technisch sein. Wer weiß, wer auf uns wartet. Ziemlich protzige Bude für einen Journalistengehalt. Zu meiner Zeit lebten Reporter noch in einer kakerlakenverseuchten Abstellkammer. Mit geteilten Toiletten. Was ist das? Echt jetzt? Sieht das für dich nach einem Bambus aus? Du kannst mich mal. Ja, ist schon nice, wenn du so eine abgesenkten Stufen hast. Für die Chill Area. Sieh mal einer an. Ich habe die Pflanze gefunden, nimm die Zugangskarte. Okay, was haben wir denn hier? Oh, interessant. Scheiße, das Militech-Logo ist aus den 2010ern. Die Karte ist mindestens 60 Jahre alt. Die hat sie nicht von dem Wühltisch in Kabuki. Was genau plant diese Bree wohl? Ah, so, Mr. Hand. Seltsame Katze, sieht doch alt aus, aber okay, wohin jetzt? Okay, mit der Kundin treffen, alles klar. Triff dich mit Bree in Dogtown. Hey, du bist nicht Bree. Stimmt. Was machst du hier? Ich wollte, dass ich hier was abhole. Bin gerade auf dem Weg zu ihr. Ah, klar. Sorry. Gibt's da, ja? Ich hab Lärm gehört. Dachte, Bree wäre wieder da. Ich hab sie lange nicht mehr gesehen. Ich wohne nebenan. Hab gedacht, ich sehe mal nach. Hier waren zuletzt ziemlich viele Gestalten unterwegs. Was für Gestalten? Weiß nicht. Wohnen jedenfalls nicht hier. Sah ja, aus wie Kleinstadtgangster. Wollen nicht mal das. Offenes Hemd in der Hose. So, ich bin nochmal weg, ne? Sag Breezy, soll auf sich aufpassen. Ja, mach ich. Ciao. Alles okay hier drin? Ist halt so. Okay, ist halt so. Ah, okay. Gesprächliche Polizei, du bist der Hausmeister, alles klar. Jungs, ich bin's wieder. Bleibt geschmeidig. Sehen uns. Ja, jawohl, das nächste Mal. Wo soll ich denn hin? Ah, hier war ich doch schon. Bin ich doch lang, als ich den Spider-Man besiegt habe.
bleiben. Hast du mich erschrocken. Beruhig dich. Bree, oder? Hans schickt mich. Ja, genau. Hast du die Karte? Entschuldigung? Zu lange gewartet, oder was? Habe ich nicht... liefen Balken ab? Okay, Entschuldigung für das Existieren meiner selbst. Oder weil ich anvisiert habe. Hey, hey, hey. Kann ich auch? Stehen bleiben. Natürlich, alles nur Spaß. Haben wir neu geladen. Bree, oder? Hans schickt Bree, mich. Bree, oder? Hans schickt mich. Hast du die Karte? Klar. Aber wenn du die Wumme weiter auf mich richtest, gehe ich wieder. Kannst du damit überhaupt umgehen? Also, sie hat mich vorhin erschossen. Ganz offensichtlich nicht. Pack das Ding. Wie hat sie mich dann erschossen? Bitte. Mist. Punkt für dich. Raff ich nicht. Sorry dafür. Aber du weißt schon. Ich kann niemandem vertrauen. Scan. Bree Whitney, keine Zugehörigkeit. Gut. Gib mir die Karte. Wir sollten hier draußen nicht so dumm rumstehen. Ein bisschen paranoid, ne? Nicht übervorsichtig. Gerade wenn ich meinen Knoppers essen will, läufst du weiter. Mann. Hörst du mir überhaupt zu? Hallo. Ja, hey. Ja, los jetzt. Mal sehen, ob das hier funktioniert. Ich werde schon wieder. Ich weiß, war hier seit Jahrzehnten niemand mehr. In die Backrooms gelockt. Die Systeme sind von 2013. 2013? Ist ja schon 10 Jahre her. Bitte geh auf. Wenn nicht, habe ich Technik und Gorilla-Arme. Hat geklappt. Einige Sicherheitssysteme könnten noch aktiv sein. Also, nach dir. Okay. Ich hoffe für dich, dass das jetzt keine Falle ist. Geschützturm klingt schon mal schlecht. Überwachungskamera auch. Kann ich aber nicht. Doch, kann ich. Hallo, Geschützturm. Ich hoffe, wir sind Freunde. Hier sind Geschütztürme, aber die sind offline. Komm rein. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Brauchst du die Kameras dafür, dass... falls Gegner den Eingang stürmen? Shit. Was los? Karte funktioniert nicht. Arme Moment. Schon. Ich suche einen anderen Weg da rein. Ja, dann beeil dich bitte. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Da lang. Nur weil los du von geht's. Technik keine Ahnung hast. Wo lang? Ich, mein Gott, die NPCs sind aber auch agil. Mr. Hans. Ja, Mr. Ich schreibe mal kurz da, meinen Auftraggeber. Okay. Bisher hatten wir Glück, aber sei vorsichtig. Diesen alten System ist nicht zu trauen. Na, dann mach es lieber so. Solche Geschütztürme sind in Reihe geschaltet. Wird einer davon gehackt, werden auch alle anderen aktiviert. Ah, dann hack einfach keinen. Wie wär's damit? Sinnvoll. So, scanne die Umgebung nach Bedrohungen. Erstmal öffnen. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. So, jetzt kommt die große Frage. Kameras zerstören oder nicht? Ohne Kameras. Dein Gesicht. Der Scanner hat's nicht erkannt. Mach sie fertig. Oh, okay. Für was ist eine Charge Rifle gut? Oh, Scheiße! Die durch Wände schießen kann. Die kann auch durch Wände schießen, oder? Durch Deckung? Die treffen uns noch! Ja, anscheinend doch nicht. Da muss ich das erst freischalten. Moment, ich muss noch mal gucken. Nicht, dass ich die ganze Zeit versuche. Dann bekomme ich Schaden, Blitzschlag. Oder kann ich das erst die Attack-Waffen vorhin nicht mehr automatisch, wenn sie volle Ladung erreichen? Zeitfenster von Abfeuern. Ohne Blitzschlag setzt den Stack zurück.
Ignorieren gegnerische Panzerung. Okay. Oder. Das heißt doch eigentlich generell, dass die Kopfschussschaden, Panzerdurchdringung, Aufladezeit. Ne? Jetzt sind wir dafür eine Entwicklung. Diese aufgeladenen Kugeln durchdringen Gegner und verändern ihre Flugbahn, um mehrere Gegner gleichzeitig zu treffen. Aber wo, wieso habe ich denn im Kopf und wo habe ich das gelesen, dass die Waffen Deckung durchschießen? Okay, dann habe ich's. Dann war das einfach nur in meinem Kopf. Dann war das nur in meinem Kopf, aber ich bin immer noch der Meinung, das sollte funktionieren. Habe ich nachgeladen? Nein. Okay, konnte ich das nicht mit Technik irgendwie entschärfen? Ja. Bom. Bom. Alles sicher. Nun. Wieso bekomme ich keine Komponenten, wenn ich die Mine entschärfe? Ist das nicht in jedem Game so? Wenn ich Feinde entschärfe, bekomme ich Komponenten? Einschalten. Reinhacken. Nachrichten. PC Standard 0. Expeditionsbericht. Na. Okay, das sind einfach nur Standortdaten. Wo die sind, wissen wir aber momentan nicht. Das sind Geschwister. Natalie. Ach, bin ich jetzt immer noch? Nee, warte mal. Seht ihr, wenn man eine Weile nicht spielt, weiß man überhaupt nicht mehr, wo man steckt, in welcher Storyline man ist. Aber wir finden es ja raus. Vorliegewirkung abgebrochen. South Pacifica, bla 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 bla. Da einmal ein männlicher Dr. Evan McRae. Okay. Ich dachte, es wären eventuell die Geschwister. Sieht als einziger Brand neu aus. Hab doch gesagt, dass Militech vor ein paar Jahren für eine Mission hier war. Wir haben sie bestimmt vergessen. Hier ist lauter alte Tech. Kerne, Batterien. Aber was wollten die damit? Ein Retroladen aufmachen? Aber kümmern wir uns später drum, ja? Vielleicht. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, Moment. Also da bin ich hin, da bin ich her. Hallo. Toilette? Na, ich hab's gewusst. Tür. Oh, was haben wir hier? Sehr gut. Los, wir haben keine Zeit. Boah, immer diese... Oh, Scheiße! Fressgranaten! Ah. Overheal! Die treffen uns noch! Die Schlange! Ah, zu früh geschossen! That's what she said. Zu früh geschossen. Sag hallo zu meinem kleinen, großen Freund. Okay, strange. Naja, zumindest steigen wir wieder passiv in einem Skilltree auf. Und das ist in dem Fall Techie. Und hier ist Johnny diesmal wieder. Was? Wenn ich mit den Gorilla-Armen mehr Kombos hätte und das mit der Superheldenlandung klappen würde, warum gibt's nicht, vielleicht gibt's sie ja noch, Gorilla-Arme mit dem Passiv-Perks Sprung, Weite und Höhe verstärkt. Dass ich halt diese Superheldenlandung aktiv nutzen kann. Mit den Mantis-Klingen habe ich doch extra die Fähigkeit, Sprungattacken auszuführen. Lass mich doch wenigstens, oder lass mich von Gegnern abspringen. Online. Okay,
Ach so, sorry, die habe ich ja kaputt gemacht. Verbunden Geräte 7. Ja, ansonsten gibt es ja noch was Schönes. Ja, nur das. Nur kein Termin. Ey, ich habe die Computerführung, ne? Die theoretisch musst du auf zurückklicken. Erstmal alles ausschalten. So, zurück. Explosiv, ausschalten. Kein Stream, gut kein gemacht. Stream. Weiter so. Ja, alles klärchen, Bärchen. So, weiter geht's. Fast geschafft. Aber wieso ist die eine Mine hochgegangen? Was gibt's hier noch Schönes? Wichtiger Hinweis. Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz. Scheiß drauf. Standortschließung. Schlimm. Wahrscheinlich hat jemand in dem Brief geschrieben, Jungs, räumt doch endlich mal eure nicht benutzten Minen weg. Die hängen überall an den Ecken, neue Kundschaft. Immer wieder Unfälle. Wir kommen oben an der Tafel, Plätze, Tage ohne Unfälle nicht weiter voran. Immer wieder wird auf Null zurückgesetzt. Forschungsergebnisse, oh, das könnte interessant werden. Kern- und Kühnsystem in Einsingen, ah, okay. Okay. Hier wurde Zukunftstechnik gemacht. So, was willst du jetzt? Lass mich doch mal gucken. Bestätigung für Kauf. Johnny Silverhand. Lull. Ah, 2013. Nice. Lieferbestätigung. Alright. Wichtiger Hinweis. 2 Meter von dem Sicherheitsbereich. Okay. Dann ist es wahrscheinlich doch nicht so wichtig, wie ich dachte. Ich hab nicht ewig Zeit, okay? Oh, du kriegst gleich einen Headshot, Fräulein. Falsche Waffe, aber gut. Hat da trotzdem gereicht. Okay. Scheint ein lockeres Ding zu werden. Bis sich der Geschützturm aktiviert. Deshalb, Sicherheit. Reicht nicht. Geht nicht kaputt. Geschafft! Der Mainframe! Der Host! Sie arbeitet Knobberszeit. Komm, ich will reden. Unfassbar. Da sind sogar Dateien vom dritten Konzernkrieg drauf. Jo, Militech hat damals echt alles versucht. Damit Arasaka sie nicht von in der Johnny. Bühne verdrängt. Tut mir leid. Fuck. Die ältesten Dateien sind verschlüsselt. Moment. Na was? Hier sind neuere Aufnahmen von 2068. Wahrscheinlich kamen sie da zurück. Mhm. Siehst dir an. Was mit Pause? Du stehst doch am PC. Erzähl mir doch einfach, was da steht. Los. Siehst dir meine an. Meine Fresse, die ist wirklich eine fordernde Persönlichkeit. Ja, okay, Aufnahme läuft. Senior Research Specialist Evan McRae. Das ist Tag 3 unserer Forschungsexpedition. Ich dachte 300, du siehst wir so unmotiviert aus. Wir haben die Ausrüstung in den Bunker geschafft. Die alten Schienen funktionieren noch. Wahrscheinlich wurden sie früher genutzt, um Wärmetauscher aus dem Labor zu bringen. Hier gibt's massig altes Forschungsmaterial. Mal sehen, ob ich davon irgendwas verwenden kann. Die Schweine wollten das Projekt wiederbeleben. Mhm. Tag 50. 5-0. Uns wurde befohlen, die Zelte abzubrechen. Angeblich sind wir hier nicht mehr sicher. Caesar hat alles gepackt. Wir warten nur auf Lisa. Sie ist schon seit 2-3 Tagen im Bunker verlinkt. Sie will einfach nicht rauskommen. Sie versucht, die Daten aus den Festungen herunterzuladen, aber die könnten wir eh nicht mitnehmen. Genug. Ich gehe sie jetzt holen, Caesar. Sind sie vom Krieg geflohen? Oder von Netwatch?
Keine Ahnung. Also, Caesar hat eine der Datenfestungen geknackt und veraltete Codefragmente gefunden. Vielleicht Steuerbefehle für eine Waffe. Dann brauchen wir nur noch eine KI, die alles verbindet. Lisa testet die Blackwall auf potenzielle Schlupflöcher. Was? Stimmt. Tag 39. Danke, Lisa. Tag 39. Das ist größer, als ich dachte. Militech wollte seine Waffentechnik mithilfe einer wilden KI aufpolieren. Unfassbar! Na klar, Militech und die übermächtige Geheimwaffe, weiß doch jeder. So wie jeder weiß, dass die Welt am Dienstag endet und Bartmoss in einem Kühlschrank überwintert. Das war von der Ähnlichkeit. Hast du, was du brauchst? Dann lass uns abhauen. Dante? Was? Wo ist Virgil? Was soll das werden? Du hast mich schon mal verarscht. Also, wer zum Teufel bist du? Dante Caruso. Special Agent von Militech. Keine Sorge. Ich bin wegen Bree hier. Du bist mir scheißegal. Ich wusste, dass sie sich hier irgendwo versteckt und... Du lässt mir keine Wahl! Oh. Oh. Ja. Ah Mensch, ich hab's doch völlig vergessen. Wenn ich Leute mit der Waffe anvisiere, schießen sie auf mich. Deswegen hat sie ihr vorhin auch auf mich geschossen. Holy moly. Aber... Bree, das... Du kannst rauskommen. Tut mir jetzt leid. Ich hätte mir natürlich anhören können, aber da sie ihn kennt... Gut, wer war das? Ja, die Frage ist jetzt berechtigt. Ich sollte dich beschützen, das habe ich getan. Ich brauche keine Details. So, neue Waffe. Holy shit. Wenn ich den Revolver mit einem Schalldämpfer ausrüsten kann. Nee, kann ich nicht. Da bist du die momentan stärkste... Moment. Die stärkste? Nee, 51. Ach, schade. 49, na, da kann ich dich ja wirklich als Schalldämpfer nehmen. Also mach die Waffe, das ist ja extreme Einbußen, Alter, um 9 Schaden. Da macht das wirklich keinen Sinn, dann nehme ich dich und den fucking Revolver. Der allerdings keinerlei Mods hat, oder? Kopfschuss. 200%. Alright, hätte wieder Revolver. Der war nur ein weiterer Konzernmörder, der mich umlegen wollte. Der hatte bestimmt viele Leute wie mich auf dem Gewissen. Aber hey, ich habe überlebt. Und da mache ich jetzt das Beste draus. Okay, merkt ihr, nicht mit Waffen auf Menschen zielen, die werden aggressiv. Was wirst du jetzt tun? Ich leake das. Und dann mache ich lange Urlaub. Weit, weit weg von allen, die mich suchen. Kann ich deine Waffe haben? Vor allem von solchen Konzernkellern. Die da? Hast mir echt geholfen, wie? Geh ruhig vor. Ich schnapp mir noch die letzten Dateien. Okay. Verlass das Labor, dann... Wie so häufig lassen wir unsere Auftragsperson einfach zurück? Hä? Ah ja. Dann bin ich raus. Umso schneller die Aufträge vorbei sind, umso schneller können wir uns anderen widmen. Super. XP Booster. Alright. Oben auf der Minimap, da blinkt jetzt ein Lenkrad. Das ist ein Auto, was ich abliefern kann, wie damals schon bei den anderen. Was mir zerlegt wurde. Diese kleine Karre. Ich guck mal kurz. Selbst ans Netz angeschlossen. Ich hab einen XP-Boost, der abläuft. Okay. Was willst du dich mit denen ab? Hirnfick! Gib mir dein Zeug und ich bin weg. Ich schick dir den Standort. Schick. Das Fahrzeug will endlich
neuen Besitzer. Was zum Spielen, du Fotze? So was sagt man nicht, da wird man umgefahren. Okay, erstmal liefern und dann drehen wir die lustige Erotikshow. Dann fangen wir zu Shank. Aber erstmal will ich endlich irgendwie mal mit irgendeinem Autohändler arbeiten. Oh, der war knapp. Fühl mich ein bisschen wie bei Initial D. Wer den Anime von früher nicht kennt, ziemlich nice Anime. Ich weiß gar nicht, war das ein Toyota Corolla? Keine Ahnung. Autorennen, Driften in Canyons, geile Mucke. Das war ein epischer Anime früher, Initial D. So, jetzt darf mich wieder nur keiner abknallen und mir entgegenkommen. Muss ich mich echt beeilen, dass ich zum Ziel komme. 1,6 Kilometer, holy moly. Babashi, Babashi. Boah, die Karre ist so langsam. Fahr ich im ersten Gang oder was? Nee. Komm schon. Ich meine, es gab auch als Mod das Auto von Initial D. Hätte ich mir eigentlich mal runterladen können. Aber ich wollte ja die Mods eigentlich nicht mehr hochladen. Weil ich das Gefühl hatte, dass irgendwie, immer wenn die Mods geupdatet werden müssen, weil eine neue Version rauskommt, gibt es häufig Probleme, hatte ich zumindest das Gefühl. Oh boy. Wenn ich noch unabhängig wäre und genug Kohle hatte, hätte ich auf jeden Fall ein richtig schönes japanisch-Style-Ferienhaus in Japan. Oh, diesmal lief alles glatt. Noch. Sorry. Ich komm. Ich bin da. Falsche Seite der Anlage. Warte, ich fahr außen rum. Ey, sieht ja fast aus wie der Laden, wo ich... Oh, Baby, wo ich aufgewacht bin. Kann ich den haben? So, sprich mit El Capitan. Okay, dazu stecke ich aber lieber mal... Das war hier auf B, ne? El Capitano! Wie? Schön, dich mal zu sehen. Hast du das Teil mal gescannt? Schrott! Sieht gut aus, ist aber nutzlos. Bei dir ist es immerhin andersrum. Was? Ah, chill mal, war nur Spaß. Witziger Dude. Steig ein. Bei dem beschissenen Wetter friert mir sonst noch der Schwanz ab. Okay, lange ist es. Es wird Zeit, dass wir mal hier mit ihm mal ein bisschen. Ist das Teil auch geklaut? Oh, geklaut? Wie? Du brichst mir das Herz. Schieß los, Cap. Was ist dein Plan mit den Karren? Bisschen Capitano. Ich auch. Also erstens. Das Ding hat nicht einen Kratzer. Noch. Schrecklich wie. Dein Perfektionismus macht mir Angst. Zweitens, ich verkauf sie. Drittens, in Dogtown gibt es jede Menge Chancen. Und viertens, das ist kein Plan, sondern kreative Arbeit. Auf jeden. Elektronikprobleme hängen bei Mizutani Shion MZ2 häufig mit dem Bordcomputer zusammen. Soll ich es mir mal ansehen? Wow, mach mal halt irgendwie. Es gibt Dinge, an die lasse ich niemanden ran. Dazu gehören meine Klamotten, meine Frisur und du ahnst es, meine Autos. Was? Wieso wurde ich verfolgt? Gute Frage. Was wollten diese Verkehrshindernisse von mir? Sixth Street? Also nur beim ersten Mal. Meinungsverschiedenheit. Daran wirst du dich gewöhnen müssen, wenn du für mich arbeitest. Verstehe.
Und wie soll diese kreative Arbeit aussehen? Wir beide kassieren ganz easy und schnell ein paar Eddies ein. Pass mal ganz genau auf. Ich hab da so eine Gabe. Sagen wir, einen sechsten Sinn. Ich spüre es, wenn eine Karre einen neuen Besitzer braucht. Wie gut sieht das hinbekommen, ne? Dieses Kunstlederstruktur. Sieht wirklich gut aus. Night City. Klar. Und ein sechster Sinn sagt dir, ich soll die Karren zu so einem Chop-Shop bringen. Auch seine Klamotten. Chop-Shop? Ich bitte dich. Also Texturen von Material. Wir machen Kohle. Kriegen Sie gut hin. Das Ganze ist natürlich Teil eines größeren Plans. Ich will endlich eine geile Karre. Sieh an. Cops? Wurde das verfolgt, was? Ohne zu fragen, tauchen sie immer wieder auf. Wieso geht das Poster ab? Chill mal, das ist meine Hut. Ich red mal mit denen. Der sieht ambitioniert aus. Braucht vielleicht eine schallgedämpfte Kugel zwischen die Augen. MCPD, ihr Wichser. Sind eure Hackfressen auch registriert und angemeldet? Das glaub ich ja jetzt wohl nicht. Bist du des Wahnsinns, Daniels? Kommst du in Uniform, um eine geklaute Karre abzuholen? Das ist auch meine Hut, Muammar. Hey, besorg mir mal ein Villefort Alvarado für meinen Chef. Ich bekomme dafür die Tech für unseren Plan. Nicht zu fassen. El Capitan besticht die Bullen? Ich bin schockiert. Gibt es hier noch ehrliche Cops? Nicht mehr viele. Denen fehlt die nötige Weitsicht, wenn du verstehst, was ich meine. Nova, danke für die Ads. Die Registrierung ist auf dem Weg. Siehst du? So läuft das Biss. Komm, es regnet nicht mehr. Okay. Wenn ich eins will, dann Korruption beenden. Das war einer meiner Kunden. Wie sieht's aus? Machst du mit? Darf ich ihn abknallen? Wow, was ich hab ich da sowieso die ganze Zeit rum. Da kann ich auch das eine oh, oder andere holt das Auto ab, was ich will. Oh, aber lohnt sich das wirklich für mich? Ach, komm. El Capitan sorgt für dich. Okay. Ich besorg dir Jobs und du sahnst fett ab. Das nenne ich mal Win-Win. Ich nehme dich beim Wort. Mach das. Mal sehen, was der Morgen bringt. El Capitan meldet sich bei dir. Alright. Fahrzeugaufträge. Okay, an den Symbolen. An dem Fahrzeug verschwindet nach einer gewissen Zeit. Was ist passiert? Schickt ihr aber nach einer Weile einfach eine neue Mission. Okay, also ich habe bei den Aufträgen immer Verfolger. Alright. So, habe ich bei dir jetzt Optionen? Bullshit to the limit. Nee, nicht Inventar, sondern hier. Dazed and Confused müssen wir machen. Jetzt machen wir nämlich das. Alrighty then. What? Wo soll ich denn jetzt lang? Ah, ja. Ey, wenn du die Straßen und die Stadt nicht kennst... Ganz kurz, Bobby. Netwatch hat einen Jäger losgeschickt. Sei vorsichtig hier. Okay. Bitte? Bree Whitney hat ihnen die Militech-Daten verkauft und ist abgetaucht. Die Bitch! Jetzt jagt Netwatch alle, die davon wissen. Oh. Das ist ein Berufsrisiko. Pass auf dich auf, Bree. Alter, hätte ich sie doch mal abgeknallt. Da aber da wäre der Auftrag. Oh. Tja, es gehört wohl zum Berufsrisiko, wie er sagt. Und fang dich, fang dich, fang dich. Sehr gut. Korrupten Schweine überall. Oh, ich werde mich so rächen. Ich bin stinksauer. Ja, nächste Woche. Mittwoch, ja. In der Kneipe. Ja, Stadtkneipe, alles klar. Also irgendwie fühle ich mich gezwungen zu töten in dieser Welt, aber der Revolver ist der Hammer. Reicht aber anscheinend nicht für die... Dito!
Meine Fresse. Ihr wollt's aber auch wissen, ne? Eigentlich will ich nur zum Ziel. Und jetzt bin ich schon wieder... Ich brauche euer Versteck, um es zu meinem Versteck zu machen. Oh shit. Kann ich aber viele Kategorie 4. Oh ja. Und die, das Dingsabums, da habe ich jetzt. Blockiert. Wann kann ich denn? Nicht genügend Komponenten. 75, alter Schwede. 75. Das ist schon krass. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo ich das finde. So, Integumentsystem ist voll, Skelett ist voll. Das heißt, dass davon kriege ich den Boost. Okay, Charakter, Levelpunkte, nope. Okay. 150 Meter zu Schenk. Kann doch tauchen. Merken. Tauchen ist gut, da gibt's Material. Habe ich das nicht? Ach nee, ich denke gerade an Starfield schon wieder. Ich will Starfield einfach aus meinem Kopf verbannen. Hat mich in vielerlei Hinsicht ein bisschen versaut, was Erwartungen und Muskelgedächtnis angeht. So, ich muss mal kurz. Dankeschön. Gestern haben wir das Scav-Zeug abgeholt. Wieder ein Auto zum Liefern. Gibt's ja sonst noch Gegner, ne? Ja. Dankeschön. So, Leute, ich muss nach Auto liefern, habe ich das Gefühl. Du hast das, Baby. Gut. Dann bringst du diesen Koordinaten. Oh, Rage Against the Machine Vibes. Oh, der ist aber anfällig, ey. Der ist ziemlich großer Schwenkbereich. So, jetzt darf noch keiner kommen. Wenn die Karre ein bisschen Druck hatte. Oh, alle 100 Meter eine Sekunde. Ah, ich höre sie schon. Ist echt schwer zu lenken. So, muss ich jetzt lang? Rechts rum, ne? Ja. Oh, jetzt ist auch noch der. Sorry, ich muss mal... Muss jetzt lang. Ja.
Bleib einfach rechts, oder? Muss ich jetzt abwärts? Ja, ich muss ab. Ich hätte abgemusst. Shit. Komm ich vorne nochmal runter? Gibt's eine zweite Ausfahrt? Neues Gebiet, schon wieder. Danke. Wegen paar Sekunden, alter Schwede. Verbesserungssplitter, ne? Ja, wenigstens was. Hey, wenn ihr auf meine Karre aufpasst. Was du bezahlt? Verlass mich auf dich. Zu tief. Achtung! Hier spricht Kurt Hansen. Für den Cyberpsycho, der ohne Registrierung in Donzer aufgekreuzt ist, wurde das Kauf gestern doppelt. Beschreibung: ein riesiger Gesichtsplatte. Bewaffnet, gefährlich. Mein Gesicht! Du hast selbst meine Schuhe nachgemacht! Schäm dich, du Bitch! Na, ah, es wird lustig. Damit kommst du nicht davon. Der Look ist urheberrechtlich geschützt, okay? Dafür wirst du fett bezahlen! Dein Look, Fettsack? Deine? Das, Schuhe, Brille. Ich trage nur Spezialanfertigungen. Lina Malina ist eine Marke, du neidische billige Imitatorin! Dieser Scheiß ist so abgedreht. Wie soll ich überhaupt reagieren? Okay, Leute. Regisseur am Set. Irgendjemand muss ja das Licht, sagen haben. Ton, Kamera. Wie schön, dass du wieder da bist. Hier hast du den Text. Lies ihn einfach laut vor. Okay. Hab ihn. Liebe Lina, ich bin dein Fan der ersten Stunde, seit du diese irren Amateur-BDs mit diesen Bikern aus den Badlands gedreht hast. Ich mache eine schwere Zeit durch. Das Leben hat mir den Arsch versohlt. Eine Auszeit bekomme ich nur, wenn ich du sein kann. Danke für den Content. Ich weiß, dass du Leib und Seele in diese BDs steckst. Dein allergrößter Fan, Edgar Tull. Wow! Du siehst aus wie Lina Malina. Ich bin Lina Malina. Hey, ich weiß, das Leben ist hart und man will dem irgendwie entkommen und manchmal jemand anders sein. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem man akzeptieren muss, wer man wirklich ist. Werde ich hier verarscht? keine Ahnung. Konventionelle Narrative sind out. Das ist Kunst. Eine Erkundung der Irrwege der menschlichen Seele. Was für elende Amateure. Ich bin raus. Hier, verkauft ihr keine BDs mehr. Danke für alles. Bezahlung regeln wir gleich. So, Scheich! Was zur Hölle habe ich da an? Hey, Tool! Willkommen zurück!
Was soll das heißen? Erzähl ich dir später, okay? Die Kunden müssen das nicht alles mithören. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber manchmal kriegst du echt was geregelt. Wow, danke. Wie fühlst du dich? Verkatert. Fühlt sich an wie heißer Dünnschiss in der Birne. Ich erinnere mich kaum an die letzten Tage. Erinnerst du dich noch an unser letztes Gespräch darüber? Ich weiß. Und ja, es ist ein ähnlicher Trick, aber es geht um was anderes. Eine klassische Mission mit ID-Anpassung, BIOS... Ah, wie? Da bist du ja. Gutes Timing. Wir sind fast fertig mit dem Plan. Die Mission gefällt dir nicht, Alex? Erinnert mich irgendwie an ein paar andere Situationen. Vor allem an eine. Vor NC waren wir in Kolumbien im Einsatz. Medellin. Songs jetzt erste nicht, Mission. Alex. Wir haben genug zu tun. Keine Zeit für Geschichtsunterricht. Ja. Was war das für eine Mission in Medellin? Wir hatten einen Typen im Visier, der dem kolumbianischen Präsidenten heimlich geschmuggelte Konzerntech verkaufte. Die FIA zieht so weit im Ausland die Fäden? Wir machen einiges, was nicht am nächsten Tag in der Zeitung steht. Naja, wir haben auf der Mission auch gestohlene Identitäten benutzt. Es lief nicht wie geplant, aber... lange Geschichte. Eine Minute mehr macht die Suppe auch nicht fett. Vielleicht erfahre ich sogar was Nützliches über SoMe. Na gut. Wir waren hinter Luis Hernandez her, einem Schwergewicht im Waffenhandel. Wir wollten ihm einen Agenten einschleusen. Alex nahm die Identität eines Ingenieurs an, der für Hernandez arbeitete. Sie sollte unser Spion sein. Eines Tages war sie also auf dem Weg zu einem Treffen und begegnete einer von Luis' Bikini-Model-Freundinnen, die seinen Dobermann-Gassi führte. Teurer, geschmackloser Luxus. Das war sein Ding. Und was ist passiert? Also, SoMe hatte Hernandez Akte erstellt. Das Problem? Sie hatte ein wichtiges Detail vergessen. Der Ingenieur hatte Angst vor Hunden. Schweißausbrüche, Zittern, nasses Hosenbein. Die Art von Angst. Als der Dobermann an Alex' Knie schnüffelte, streichelte sie ihm den Kopf und sagte... So ist es fein. Dann ging sie rüber zu Hernandez' Tisch. Bevor sie sich setzen konnte, hatte man ihr zwei Knarren ins Gesicht gedrückt und eine in den Rücken. Was? Was hast du gemacht? Naja, ich wurde gefesselt. Mir wurde ein Sack über den Kopf gezogen. Neben mir wurde ein Schlagstock ausgeklappt. Ich habe das einzig Mögliche getan. Ich habe gelogen wie gedruckt. Richtig verheilt ist das aber alles nie. Okay. Zurück nach Night City, Leute. Mit einem neuen Ziel im Visier. Partnerlux. Nu? Wo gehen wir hin? Jemand erzählt mir was? Okay. Wir haben die Infos von SoMe's Splitter analysiert. Das gibt uns eine Grundlage für die geplante Mission. Überwachung, Erkundung, Datensammlung, Planung. Alles erledigt. Höchste Zeit, dass wir ein paar Fehler von früher korrigieren. Hör auf damit, Reed, okay? Nichts von dem hier ist deine Schuld. Sie ist erwachsen, trifft eigene Entscheidungen. Und die haben nun mal Folgen. Nein, sie wurde manipuliert. Weil keiner da war, um ihr den Rücken freizuhalten. Hier, wie? Da sind die Missionsinfos drauf. Keine Sorge, Reed. Wir holen sie da raus. Retten sie. Ich weiß. Und nicht nur sie. Letzteres gilt auch für dich. Also, unser Ziel ist, SoMe aus Hansons Griff zu befreien. Leider wird das keine normale Rettungsmission, weil... Naja, sie wurde mit irgendwas von jenseits der Blackwall infiziert. Das Resultat ihrer Arbeit für die NUSA und Präsidentin Myers. Ich tue erst gar nicht so, als würde ich die technischen Details verstehen. Fest steht nur,
Wenn sie nicht behandelt wird, stirbt sie. Das Heilmittel ist eine KI, die in einer Neuralmatrix lebt. Und die besitzt Hansen. Wir müssen sie ihm abnehmen. Also diese Neuralmatrix. Was genau wissen wir? Experimentelle Tech. Eingebettet in ein Mainframe, das jemand aus einem Bunker unter Dogtown geborgen hat. Dieser Bunker gehörte zu Project Cynosure. Einer NUSA-Militech-Mission, die Arasaka Soulkiller Paroli bieten sollte. Die Matrix selbst ist ein funktioneller Behälter mit einer KI von jenseits der Black Wall, der so angelegt ist, dass der Nutzer die KI für seine Zwecke einsetzen kann. In unserem Fall, um Songbird und dich zu heilen. Mhm. Okay, der Plan. Lass mal hören. Hansen trifft sich mit den Netrunnern, die du schon kennst. Dieses Treffen ist unsere Chance, an Song und die Matrix ranzukommen. Hansen hat die beiden ausgesucht, weil sie vor Jahren bei Militech waren. Kennen die Sicherheitssysteme in- und auswendig. Außerdem verkaufen sie Hansen Zugriffscodes. Die braucht er, damit Songbird die Matrix aus dem Cynosure Mainframe holen kann. Hansen ist nur auf die Daten eines geheimen Militech-NUSA-Forschungsprojekts scharf. Von der Neuralmatrix hat er nicht den Hauch einer Ahnung. Scans und Verhaltensmuster der Runner haben wir schon. Jetzt müssen die Zwillinge nur noch verschwinden. Aber der hat uns doch im Casino gesehen, wie wir an denselben Tisch standen und hat uns dann rausgeschmissen. Wie soll denn dieser Plan funktionieren? Wir entführen sie also. Wie gehen wir vor? Die fahren einen Mietwagen in NC. Das können wir ausnutzen. Wir tracken es und übernehmen es, bevor sie Hansen im Stadion erreichen. Das ist deine Aufgabe, Vee. Du musst das Tracking-System des Autoverleihs hacken. Alex erklärt dir dazu noch mehr. Wenn wir die Runner haben, übernehmt ihr ihre Rollen. Ich habe jetzt erstmal rausgefunden, sind bereit. Dass es einen Cyberware gibt, die mir Quick Hacks ermöglicht. Die muss ich erstmal einbauen. Allerdings ist in denselben Slots die Möglichkeit da, Cyberware-Kapazität zu erhöhen. Und momentan nur bis zu 28. Und was genau machst du, Reed? Ich plane euren Ausweg. Wenn die Mission erledigt ist, müsst ihr da schnellstens raus. Ich sorge für den Transport und einen freien, problemlosen Weg dorthin. Was uns zum letzten Schritt bringt, oder? Das Treffen mit Hansen? Genau. Ihr verkauft ihm die Zugriffscodes für den Mainframe. Anders gesagt, den Schlüssel zu deinem Medizinschränkchen. Einer von euch trifft Zomi im Labor, um die Codes zu benutzen. Hansen wird ein Zwilling als Absicherung in der Nähe behalten wollen. Ich bleib bei Hansen, du gehst zu Songbird. Wenn die Datenflut rollt, gibst du mir ein Zeichen. Ich entwaffne Hansen, erledige ihn und die Wachen. Du willst Hansen und seine Leute ganz allein überwältigen? Ich kann mehr als mich nur verkleiden. Danke. Außerdem werden sie das nicht kommen sehen. Aber lieb von dir, dass du fragst. Klingt, als wäre Hansens Tod beschlossene Sache. Die Order kam direkt von Myers. Aktuell haben wir grünes Licht. Immerhin hat er die Präsidentin der NUSA bedroht. Und Songbird? Wo ist sie überhaupt? Sie war nicht wir im Versteck. Sie befreien, hat Myers dir doch gesagt. Alles klar? Wenn du Fragen hast, dann stell sie jetzt. Alles klar. Alles klar, soweit. Lasst uns anfangen. Gut, wie schnappen wir uns die Runner? Darüber reden wir gleich. Moment. Ausrüstung. Komm schon, gib mir was, gib mir was, gib mir was, gib mir was. Lass mich was aussuchen. Was haben wir heute auf der Speisekarte? Die beiden Runner. Wie fangen wir die ab? Sie fahren einen Mietwagen. Wir müssen das System des Verleihs hacken. Alright. Karen Exotics. Spezialisiert auf seltene Modelle. Karen hat Tracking-Stationen in der ganzen Stadt. Darüber finden wir das Auto leicht. Nicht weit von dir ist so eine Station. Bei der Pacifica Serenity Bible Church. Check sie. Okay. Also gut. Station hacken, Auto finden. Und was dann? Nimm dieses kleine Schmuckstück hier. Rumballern. Das öffnet die Schlösser und gibt dir vom Kofferraum aus die volle Kontrolle. Klingt recht einfach für mich. Mit arschteurer Tech wie der hier ist jeder Plan ein Kinderspiel. Wenn du in der Nähe der Station bist, scanne die Umgebung.
Die Stationen sollten leicht zu finden sein. Dann wollen wir mal.